Schonnebeck, Zweiter der Oberliga gegen den, oder beim Dritten der Oberliga. Ja. Aber die ersten beiden haben nicht gemeldet. Und das gibt folgende Konstellation am heutigen Abend. Timon weiß das besser. Das weiß sogar ich mal, ja. Ja, also, ja, mit dem Sieg sind wir durch. Mit dem Unentschieden sind wir so gut wie durch. Mit einer Niederlage sind wir fast so gut wie durch. Wir spielen heute gegen den besten Torhüterjäger der Oberliga. Und das ohne unseren besten Innenverteidiger. Da bin ich mal sehr gespannt, ja, wie das ausgeht. Ja, wenn wir nach vorne Jeder spielen. Gonda mit dem Pass auf Lipinski. Tor! Und Tor, das gibt's doch nicht. Meine Güte. 1:0 in der zweiten Spielminute. Ja, hätte ich auch getippt, keine Ahnung. Warten wir mal ab. Das nennt man, glaube ich, Einstand nach Maß. Ja, geht so los, wie man sich das wünscht. Schonnebeck erstmal beim Schiri in Rudelbildung. Die haben noch eine Abseitsposition gesehen, die habe ich aber nicht gesehen. Nee, war für mich auch keiner. Geht schon wieder weiter. Talarski mit der nächsten Balleroberung. Schussmöglichkeit! Zentimeter am Pfosten vorbei. Da geht denn hier ab? Ich war noch gar nicht drauf vorbereitet. Was soll das denn? Könnte mich nicht mal vorwarnen. Erste Ecke für den KFC. Von der rechten Seite. 12. Spielminute. Odenthal mit dem linken Füßchen. An den Fünfer rausgeköpft. Und Volley. Auf Gonda. Volley genommen. Tor! Nein! Ui, den haben wir alle drin gesehen. Ja. Auch die Tormusik hat schon kurz eingesetzt. Also normalerweise geht der quer über den ganzen Platz. Ja. Also technisch sind da schon ein, zwei ganz gute Leute bei. Ja. Aber bei uns auch. Spielt Spielfreude. Gerade Rizzo, klasse, den Ball mitgenommen. Weitergeleitet auf den aufgerückten Pep. Der muss jetzt den Lipinski mitnehmen. Der geht jetzt aufs Tor zu. Oh, gehalten. Nachschuss Rizzo. Geblockt. Und Pep nochmal aus dem Hintergrund. Geht aber erstmal zurück. Nimmt Odenthal mit. Ball wieder in den Hintergrund gespielt. Landet rechts wieder bei Pep Schlösser. Der geht jetzt 1 gegen 1. Kriegt die Seite angeboten. Geht aber nicht. Reifen, kriegt dann aber den Ball abgenommen. Schlechtes Zweikampfverhalten dann, aber auf links rückt keiner mit auf bei Schonnebeck. Deswegen nimmt Schlösser den Ball auf und zieht jetzt mal mit Ball an seinem Gegenspieler vorbei. Legt dann auf die Seite zu Lipinski, der hat viel Platz, kann flanken. Turazidis mit dem Fallrückzieher über die Querlatte. Hier wird was geboten heute Abend. Ja, da gab es sogar mal einen 10-Applaus von mir. KFC geht mal wieder ein bisschen ins Pressing an gegnerischen 16er. Jetzt können sich die Schonnebecker aber draus befreien, spielen den öffnenden Ball. Kein Abseits, Hertel mit dem langen Bein. Es geht weiter. Ne, war kein Foul. Und muss er nachher, pfeift er noch und dann gibt er rot. Pass mal auf. Ja, hat aber noch angezeigt. Das Boah, da haben wir aber Glück gehabt, würde ich mal sagen. Aber war Ball gespielt. Ja? Ja. Okay. Also auch auf jeden Fall. Ball war definitiv dabei. Also das gleiche nochmal von der rechten Seite. Genauso wie gerade. Ecke mit links. Wieder sehr viel im Fünfer los. Ecke jetzt freigegeben. Sehr wenig Platz vor Gomoloch. Ball kommt wieder aufs Tor. Gomoloch mit einer Hand. Puh. Nachschussgelegenheit per Fallrückzieher. Da war der von Turazidis aber näher dran. Aber De Kane. Barraza ist eben auch Innenverteidiger und nicht Mittelstürmer. Vielleicht das. Talarski mit der Ecke von rechts. Kommt auch nicht schlecht. Rizzo verlängert in die Mitte und auf der Linie verhindert Tim Kuhlmann das Eigentor. Kein Ton bei Sport Total. Ecke wieder von rechts, Talarski wieder nicht schlecht, da kommt Turazidis eingesprungen, auf der Linie geklärt, Gonner nochmal im 16er geblockt, direkt die 5. Ecke hinterher.
Ribeiro unter Druck gesetzt, kriegt noch was am Hinterkopf ab. Langer Ball von Gomoluch landet wieder beim Gegner, die jetzt mal auf der linken Seite ein bisschen Platz haben. Ball scharf an den 16er, Hertel erstmal raus und Rizzo eigentlich im Ballbesitz, versucht den Ball am Gegenspieler vorbeizulegen, klappt nicht. Jetzt fordern die KFC-Spieler hier abseits. Auch das gab es nicht. Ein Abschluss aus Spitzenwinkel landet am Außennetz. Die Frage, die sich mir jetzt gerade, als Rizzo sich aufgeregt hat, die mir in den Sinn kam, war, wenn man mit dem Elektroauto durch die Gegend gefahren wird, wird man dann echauffiert? Ja. Kam mir gerade so in den Sinn. Weiß auch nicht. Ich kann auch nicht erklären, warum. Ich bin tatsächlich mit einem hingefahren worden. Also ja, ich bin bist du echauffiert worden. Ja. Ja, guck mal an. So, Lipinski mit der Flanke auf den Fünferkopf von Tor! Nein! Zum zweiten Mal. Johannes ist ja im Stadion. Sagen. Aber dem gehe ich mal kurz Bescheid sagen. Ja, schöne Grüße. Natürlich auch von uns. Jetzt müssen wir erstmal wieder auf den Platz gucken. Schonnebeck mit dem Angriff über die rechte Seite. Sehr viel Platz, um den Ball reinzubringen. Und Schlösser rettet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war wichtig, dass er da rankommt. Und jetzt vielleicht eine Kontergelegenheit für den KFC. Wenn wir es gut ausspielen, Turazidis und Lipinski. Nur zu 2 gegen 4, aber schöner Ball von Turazidis. Lipinski geht in den 16er, sehr spitzer Winkel. Tor! Er macht's trotzdem! Meine Güte! Lipinski! Das war allererste Sahne. Schicke Bude. Alex Lipinski schickt sich an den KFC in die Regionalliga zu schießen. Ja. Oder? Nee, Janik Geißler. Für Janik Geißler. Okay. Freistoß für Schonnebeck aus dem rechten Halbfeld. Der wird gefährlich. Kopfball. Genau. Den kriegt Gummeloch genau auf Mann. Da hätte man mehr draus machen können. Der erste gefährliche. Ja, wäre da was platzierter gewesen. Ja. Außerdem heißt der bei uns nicht Gemächt. Aber es macht aber, aber ist noch keine 10 Uhr, ne? Richtig. Jetzt müssen wir nochmal aufpassen. Gomeloch haut so ein bisschen am Ball vorbei, kriegt aber nochmal weg. Jetzt ein Nachschuss. Hui! Aus 25 Metern. Da muss der Marvin aber fliegen und war aber ganz umsonst, denn der Ball geht ein paar Zentimeter. Aber sah gut aus. Also hat er durchaus auch Gründe. Ja, da kommt der lange Skupin nochmal mit nach vorne. Der hatte eben schon eine Kopfballmöglichkeit, aber hat zum Glück den Ball nicht rübergekriegt. Jetzt ist er! Boah! Boah, den habe ich drin gesehen, aber irgendwie. Irgendwie dann habe ich noch eine Hand aber gesehen. Ja, ich die, auch. Aber irgendwie hat aber keiner protestiert. Nee. Gonda setzt sich gegen zwei durch, könnte jetzt nochmal durchstecken für Torazidis, aber will einen zu viel ausspielen. Jetzt nochmal einen Gier-Konter, der kann gefährlich werden, steht jetzt vor Gomoloch. Möglichkeit, Tor, 2:1, nur noch 2,5 Minuten vor dem Ende. Das hat er aber verdammt cool gemacht, ja. Wo sie die ganze Zeit so hektisch waren, ist jetzt mal einer richtig cool geblieben. Lässt Hertel nochmal ins Leere laufen und dann lupft er ihn über den weit vorm Tor stehenden Gomoloch. Sah zunächst so aus, als wenn er ein bisschen zu hoch angesetzt war, fiel dann aber plötzlich noch ins Tor. In diesem Moment sind die 90 Minuten offiziell rum. Und mit diesem 2:1 wäre der KFC, Kalif Weber, das mit dem Eckfahne, das ist, glaube ich, nicht ganz so sein Ding. Also im Moment ist der KFC in der Regionalliga. Bei dem Gegentreffer wird es nochmal eng, aber der Torwart spielt den Ball genau auf Jan Agisawa. Rückpass, Schussmöglichkeit, Torazidis gehalten. Und immer noch nicht die Entscheidung. Ja, muss ich aber für nachgucken. Muss erstmal nochmal am Platz bleiben. Mensch, Schonnebeck kommt nochmal gefährlich. Über links, Flanke an den Fünfer. Gomeloch unsicher. Nachschussmöglichkeit. Da kommt einer dazwischen. Boah, knapp vom Elfmeter die ganze Nummer noch. Schiedsrichter sagt weiterspielen. Weiter Ballbesitz für Schonnebeck. Ja. Immer noch auf der linken Seite. Freistoß für Schonnebeck. Der nochmal mit Langholz. Und Jan Agisawa setzt nach. Jetzt müssen wir einen schönen öffnenden Pass spielen. Weber hat nochmal die Chance. Mit Lipinski Winkel. Oh, lässt den Gegenspieler vorbeirutschen. Freies Tor, Ribeiro.
dribbelt sich nochmal durch und Weber macht die Entscheidung! Na guck mal an! Na guck mal an! Hat er doch noch das Tor? Und jetzt brechen ja alle Dämme. Die Zuschauer fluten den Platz. Tor ist auch auf. Irgendeiner hat das Fluchttor aufgemacht. Der Schiedsrichter geht in die Kabine. Ich glaube, der hat abgepfiffen. Tor, abgepfiffen, 3-1 für die Jungs. Das war der Abpfiff. Der KFC gewinnt 3-1 gegen die Spielvereinigung Schonnebeck. Und jetzt können wir den Platz fluten. Den Torschützen noch zu nehmen. Denn wie ich vorher gesagt habe, hat das entscheidende Tor drin.